wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben schon kurz nach 10, aber draußen ist es so dunkel und irgendwie wird es auch nicht hell draußen, dass es aussieht, als hätten wir gerade irgendwie so 7 Uhr morgens. Auf jeden Fall sind Jakob und ich schon seit ca. 2 Stunden wach. Er ist gerade in der Küche, der kocht gerade Wasser für den Abfluss, denn wir haben hier im Haus total alte Rohre und deswegen öfters mal das Problem, dass die Abflüsse nicht richtig ablaufen, verstopft sind und so weiter. Und wir haben schon Zeug dafür geholt diese Woche. Nee, letzte Woche? Letzte Woche. Und Jakob hat das auch schon reingekippt und schüttet dann auch noch warmes bzw. heißes Wasser hinterher. Und mal gucken, ob das irgendwas bringt, sonst weiß ich auch nicht weiter. Sonst muss man irgendwie nochmal den Vermieter Bescheid sagen. Aber ja, da haben wir noch bis jetzt keine Berührungspunkte mit gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber unser Haus wurde letztes Jahr im Sommer verkauft und übergeben wurde das, glaube ich, soweit wir wissen, im Dezember. Das heißt, seit Dezember haben wir neue Vermieter. Irgendwie so eine komische Gesellschaft hat das hier gekauft. Vorher hatte man so eine private Vermieterin, mit der man sich gut verstanden hat, der man auch mal bei WhatsApp geschrieben hat, wenn irgendwas ist. Und ja, so eine komische Gesellschaft da zu erreichen, ist ein bisschen schwieriger, weil die ja en masse Wohnungen haben und nicht so kontaktfreudig sind. Das kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall macht er das gerade. Ich habe mich gerade aufs Sofa gesetzt und habe den Laptop aufgemacht, denn ich wollte jetzt schon mal ein kleines bisschen arbeiten und dann werden wir gleich bestimmt ein bisschen was frühstücken. Ich habe mir einfach gedacht, dass wir heute mal wieder vloggen. Was heute ansteht, weiß ich noch nicht. Ich habe noch keinen konkreten Plan gemacht, aber ihr wisst ja, bei uns findet ihr eigentlich immer nur ganz normalen Alltagscontent in den Vlogs und das wird es wahrscheinlich auch heute sein. Meine Oma, die war eben schon unterwegs bei Aldi, hat Brötchen geholt fürs Essen heute und hat uns, soweit Jakob eben gesagt hat, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Brötchen zum Frühstück mitgebracht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, auch wenn du das nicht siehst. Danke, Oma. Heute wird es bei uns nämlich Fischbrötchen geben. Das habe ich mir gewünscht. Das hatten wir richtig lange nicht mehr. Das haben mein Opa und ich immer zusammen gegessen. Ich liebe das. Und Jakob und meine Oma, die essen das leider nicht. Deswegen gibt es für die Fischstäbchenbrötchen. Und die werden sich das bestimmt irgendwie so richtig lecker machen. Meine Oma, die bereitet mir die Fischbrötchen zu. Meine Oma, die kann das halt einfach, ja, die hat das immer gemacht. Und ihr kennt das bestimmt, ne? Bei Mama oder bei Oma schmeckt es immer am besten. Egal, was man kocht, egal, wie man es zubereitet. Man kann es genauso machen, wie Oma oder Mama es gemacht hat. Aber es schmeckt einfach bei Oma und Mama immer besser. Genau, deswegen hat die das schon vorbereitet. Normalerweise habe ich ja gar kein Problem damit, wenn es irgendwie draußen dunkel ist, aber jetzt so morgens, dann kommt man gar nicht richtig in die Gänge, weil man denkt, es ist noch dunkel oder es ist noch früh, keine Ahnung. Denn eigentlich bin ich auch eine der wenigen, die es total feiert im Winter, wenn es so früh dunkel wird. Und ja, aber das ist irgendwie komisch. So morgens, dann kommt man nicht so richtig in die Pötte, kommt nicht so richtig aus dem Bett und das ist natürlich nicht gut. Waschmaschine läuft auch schon, wir haben Wäsche angeschmissen und dann würde ich sagen, Jakob kommt da gerade. Wünschen wir euch ganz viel Spaß bei diesem Flocki. Emptied out my soul. You've heard it all before. Honest, but I know. Left these years ago. I was young and I'm old. Still care for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? Thought I would have grown
lies for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? Ich bin jetzt gerade schon fleißig dabei, Mittagessen zu machen. Heute gibt's ja bei uns die Fischbrötchen, das hat ich ja eben schon gesagt. Und Jakob hat sich dazu entschieden, so Fischstäbchen-Baguette zu machen. Wir hatten nämlich noch ein Baguette hier. Und er bringt gerade meiner Oma noch ein halbes Baguette runter. Und dann machen wir noch so ein, ja, wie so eine Art Burger aus Toastbrot. Und ich bereite das hier gerade für ihn vor. Ich habe hier so eine Soße gemacht, die passt voll gut zu Fisch. Schreibe ich euch auch gerne in die Infobox. Ich hole mir mal gerade Fischstäbchen. So, die Fischstäbchen sind drauf. Dann kommt da Reibekäse. Also wir hatten noch Käse, den haben wir jetzt gerade selber gerieben. Und dann haben wir hier noch so Gurken im Glas. Also hier diese Hotdog-Gurken. Das Toast ist auch fertig. Und ich gönne mir meine Fischbrötchen, die sind im Kühlschrank. Oh, die schmecken bestimmt super geil von meiner Oma. Ist das Baguette schon mal fertig? Toastscheiben lasse ich jetzt kurz ein kleines bisschen abkühlen, damit die Soße nicht direkt komplett verläuft. Hier steht auch übrigens noch Marmelade, die hat Jakob gekocht. Wir hatten nämlich noch Erdbeeren, die hat meine Oma mir mitgebracht, beziehungsweise uns mitgebracht. Und wir hatten Bock auf Marmelade, deswegen hat Jakob Erdbeermarmelade gemacht und noch Heidelbeermarmelade. Die hat er heute Morgen auch zum Frühstück gegessen in so Haferflocken-Porridge-Gedöns. Und ich freue mich jetzt voll auf die Fischbrödels. Möchtest du noch irgendwas anderes da drauf, Schatz? Tomaten oder sowas? Ich frag nur, ich habe jetzt da keine drauf getan. Ja. Fühl mir jetzt gerade nur ein. Nee, mit Kokos. Mit Kokos gut. Okay. Hat Oma was gesagt? Ich bin gefragt, ob du deine Brötchen schon gegessen hast. Nee, die esse ich jetzt mit dir. Schön auch gesagt. Machst du dir Fischstäbchen drauf, wie du willst? Bitte einmal. Wie viele sind da noch? Eins noch. Isst du die so? Mhm. Ja gut, dann mache ich nämlich alles hier drauf. Ne? Mhm. Hast du das schon mal in... probieren? Ja. Na, ich bin ja gar kein Fischstäbchen-Fan. Finde ich ja überhaupt nicht lecker. Aber das waren ja diese Backfischstäbchen von der Kaufland-Eigenmarke. Die sind auf jeden Fall viel leckerer als die normalen. Also die normalen, die würde ich nämlich nicht essen, aber die schmecken ganz gut. Die Soße mit dem Fisch ist mega. Hm? Die Soße mit dem Fisch ist mega. Das freut mich. Ich habe einfach so ein bisschen zusammengemixt. Boah, das passt so super zusammen. Soll ich dir das einmal überschneiden? Ja, das war lieb. Holst du meine Brötchen raus? Die meine Oma gemacht hat. Ach, riecht doch gut. Mit extra schön ganz, ganz viel Zwiebel. I love it. Herr Länder, was sagen Sie zum Film? Ich würde sagen, magisch. Magisch? Ja, ist klar. Ja. Was ein gutes Wort dafür. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass Jakob noch nie Harry Potter geguckt hat. Also, er hat die Filme immer mal wieder im Fernsehen so ein bisschen gesehen, aber noch nie ganz und auch nicht alle. Der wusste auch nicht, dass es 8 Teile davon gibt. Und ich habe mir gedacht, dass wir jetzt mal langsam anfangen, die ganzen Teile zu gucken. Jetzt haben wir gerade den ersten hinter uns und ich mache jetzt noch den zweiten an. Und dann hoffe ich, dass wir die Tage mit den Filmen durch sind. Ich finde Harry Potter einfach super schön. Ich finde, diese Filme muss man mindestens einmal gesehen haben. Ob man sie danach gut findet oder halt nicht gut, das ist ja jedem selbst überlassen. Aber ich finde irgendwie, es gibt so Filme, die muss man einfach mal gesehen haben. Und Harry Potter gehört für mich dazu. Deswegen wollte ich jetzt unbedingt damit anfangen, die mal so richtig Jakob zu zeigen. Der ist ja eigentlich auch nicht für dieses ganze Magie-Ding. Und das muss ja auch irgendwie einem gefallen. Und
ja, Harry Potter und was gibt es dann noch, Herr der Ringe und all so ein Kram. Das ist ja so ein Genre, das muss halt einem gefallen oder man hat halt kein Interesse daran. Und ich zum Beispiel liebe Harry Potter. Gut, Herr der Ringe war jetzt ein blödes Beispiel, das mag ich nämlich nicht. Aber ich wollte das jetzt unbedingt in Angriff nehmen und finde das irgendwie cool. Also auch ohne irgendwie so am Handy zu sein, sondern nur auf den Film konzentrieren. Und das so richtig schön dann zu genießen, weil ich finde, diese Filme, die gehen ja auch super lange, die muss man einfach so richtig schön mal gucken. Wir haben uns eben so ein paar Snacks gemacht, so ein paar Kleinigkeiten, die ich noch im Kühlschrank hatte und die weg mussten. Und dazu habe ich so ein bisschen Rohkost gemacht und so Knoblauchecken, also so Toast mit so Butter, Knoblauch, Petersilie und dann einmal in der Mitte überschneiden und so 5 Minuten im Backofen, die sind so lecker, haben wir schon voll oft zum Grillen oder zu Raclette gegessen. Und ich bin sehr, sehr stolz auf Jakob, dass er nicht so viel gemeckert hat, weil das hat vielleicht, glaube ich, auch nicht unbedingt was mit Harry Potter so zu tun, sondern wenn so Filme so 2, 3, 4, 5 Teile haben, dann ist das schon gar nichts für Jakob. Genau wie bei Fluch der Karibik oder Twilight oder... Ich weiß nicht, was es das alles gibt, aber da gibt es ja so viele verschiedene Teile und ja, die muss man ja dann, wie gesagt, muss man ja dann irgendwie auch alle gucken, damit man den ganzen Zusammenhang versteht. Die ersten Teile sind halt schon super alt. Was habe ich eben gesehen? Ich meine, 2001 habe ich gesagt, ne? Wenn man das überlegt, ist dieser Teil jetzt 20 Jahre alt. Der erste Harry Potter Teil ist einfach 20 Jahre alt. Erstens merkt man daran, wie alt man selber ist und wie alt man selber wird und wie krass lange es schon diese Filme einfach gibt. Übrigens, falls jemand fragt, wir gucken die Sachen auf Amazon Prime, da gibt es die ganzen Harry Potter Filme. Die muss man da allerdings entweder kaufen oder ausleihen, denn ich habe sie leider auf Netflix nicht gefunden. Netflix hat die leider nicht und ja, sonst hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ich glaube, ich habe den ersten oder zweiten Teil, den habe ich sogar irgendwie auf DVD, aber ja, wer guckt denn heutzutage noch DVD, ne? Hallöchen, wir haben den nächsten Tag. Was ihr im Hintergrund hört, ist unsere Linsensuppe. Die habe ich gerade eben schon angefangen anzusetzen. Wir haben jetzt 11:30. Ich bin allein zu Hause, Jakob ist bei der Arbeit. Und ja, wie gesagt, die Linsensuppe, die kocht. Also ich habe schon Zwiebel angebraten. Die Linsen, die sind mit drin, die werden auch mit angebraten. Also gestern Abend haben wir noch Harry Potter geguckt. Und während wir geguckt haben, habe ich Erdnüsse geschält. Wir hatten hier und im Wohnzimmer von Weihnachten noch so einen riesen Teller jeweils. Und die habe ich gestern alle mal geschält. Und jetzt haben wir hier unsere Erdnüsschen. Und ich dachte mir, ich möchte mal was ausprobieren. Das habe ich nämlich schon mal gesehen. Und zwar so, ja, marinierte, gewürzte Erdnüsse aus dem Backofen. Und ich dachte mir, vielleicht ist das ganz cool. Vielleicht habt ihr auch Bock da drauf. Oder das, wenn es was wird, dann ist es was Cooles, was ich euch zeigen kann. Deswegen werde ich jetzt noch diesen Teil hier mitfilmen und das an den Vlog dranhängen. Vor allen Dingen, weil wir gestern Abend auch total müde waren und vergessen haben, den Vlog zu beenden. Deswegen dachte ich mir, mache ich das jetzt. Ich habe hier ein paar Gewürze. Erstmal Salz. Wir haben übrigens nochmal neue Salz- und Pfeffermühlen. Wir hatten ja diese Minfarben und die schwarze bei Action gekauft. Und die schwarze ist mir leider runtergefallen und kaputt gegangen. Ja, die Minfarben habe ich meiner Oma jetzt gegeben und dann haben wir uns jetzt 2 neue gekauft. Einmal für Salz und einmal für Pfeffer. Ich mache jetzt hier einfach ein bisschen Salz drauf, Knoblauch. Dann dachte ich mir, probiere ich von Just Spices dieses Hot Garlic and Onion Dip Gewürz aus. Das ist bestimmt auch cool, wenn man das so ein bisschen da drüber gibt. Geräucherte Paprika. Ich glaube, das ist am geilsten. Öl. Wir haben uns ja hier von Tomi das in der Glasflasche geholt. Ich wollte das die ganze Zeit mal austesten. Jetzt, wo es im Angebot war, habe ich mir das mal gekauft. Ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen drüber. Und dann versuche ich das mal so ein kleines bisschen zu mischen. Ich habe mir hier schon ein Backblech, also das Gitter, genommen. Da ist Backpapier drauf und dann werde ich die einfach in den Ofen geben und dann so ein bisschen trocknen, praktisch so wie Knickknacks oder ja, es gibt ja auch die Erdnüsse so gewürzt, von daher, ja, auf jeden Fall so in diese Richtung. Aussehen tut es auf jeden Fall schon mal ganz cool. Ich habe das auch schon mal gesehen, dass viele das mit Kichererbsen machen, aber ich bin gar kein Fan von Kichererbsen. Ich habe die einmal probiert und nie wieder.
Also ist zwar cool, dass es das so als Alternative gibt, für Leute, die zum Beispiel vegan leben oder so. Auch, dass man aus diesem Kichererbsenwasser zum Beispiel Eischnee, so Fake-Eischnee machen kann. Finde ich richtig cool. Aber das ist auf jeden Fall gar nichts für mich. Riecht auch gut. Jetzt mache ich das mal hier drauf. Vielleicht hätte ich auch einfach das normale Backblech nehmen sollen und nicht gerade so ein Gitter hier. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas schon mal gemacht habt. Egal ob mit Erdnüssen oder ich glaube, das geht auch zum Beispiel mit Backerbsen oder halt dann mit Kichererbsen. Das würde mich interessieren. Und ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne unter dieses Video mal Fragen stellen. Also egal welche, einfach irgendwelche Fragen. Denn wir haben ja sonst immer auf Instagram viele Fragerunden gemacht und das geht ja jetzt nicht mehr. Deswegen dachte ich mir, machen wir nochmal so ein richtig oldschool Q&A als Video. Und dafür benötige ich natürlich eure Fragen. Deswegen haut in die Tasten und fragt, was ihr wollt. Und dann werden wir ein Q&A drehen. Wir haben jetzt mittlerweile 20 vor 1. Die Nüsse sind fertig und ich habe die auch schon abkühlen lassen. Mittlerweile ist auch die Linsensuppe fertig. Die habe ich gerade ausgemacht. Und ich dachte, ich fülle die jetzt mal um. Ich habe gerade schon probiert. Ich muss sagen, es ist richtig gut geworden. Denn die haben halt diesen Geschmack von dieser Räucherpaprika, die ich dran gemacht habe, richtig gut angenommen. Die sind noch ein bisschen dunkler geworden. Ich schätze mal auch wegen dem Öl, weil die halt im Backofen so gegrillt wurden in dem Sinne. Also war die Aktion gar nicht so unnötig, wie ich befürchtet hatte. Sondern es hat richtig, richtig gut geklappt. Und durch das bisschen Öl, was ich dran gemacht habe, ihr könnt das natürlich auch ohne machen, das ist ganz klar. Aber ich finde, durch das Öl, was ich dran gemacht habe, sind die Gewürze halt nochmal besser daran haften geblieben. Und so hat das jetzt eigentlich, wie gesagt, ganz gut funktioniert. Und jetzt haben wir gewürzte Erdnüsse. Die normalen schmecken natürlich auch, aber wie gesagt, wollte ich das mal ausprobieren, weil ich das jetzt schon öfters gesehen hatte und dachte, das wäre bestimmt eine coole Sache. Und deswegen habe ich dann gestern noch 2 Stunden, während der Ricotta lief, die ganzen Erdnüsse geschält. Das hat perfekt hier in die Schüssel gepasst. So. Die bleiben jetzt hier stehen. Ja, die Linsensuppe, wie gesagt, habe ich jetzt ausgestellt. Die ist soweit fertig. Das Gemüse ist gar, die Linsen sind gut geworden. Und ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Gemüsebrühe und ein bisschen Wasser dazu gegeben, damit das auch wieder eine Suppe wird, weil die Linsen und so, die saugen natürlich das erste Wasser, was man reinmacht, ein bisschen auf. Und ja, die ist dann fertig und dann können wir nachher essen. Ich weiß noch nicht, was ich mir mache. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Das habe ich total vergessen, denn ich esse ja keine Linsen. Ich habe eben die Suppe an sich probiert, dass die Kartoffeln gar sind und die Brühe und so. Hatte auch so 1-2 Linsen dabei, aber das ist einfach nichts für mich. Ich kann damit irgendwie echt nichts anfangen. Ich schaue mal, vielleicht koche ich mir einfach ein paar Nudeln und ich habe noch ein paar Soßen hier. Oder vielleicht einfach nur so mit irgendwie Maggi-Gewürzen oder so. Mal schauen, aber ich werde auf jeden Fall nicht verhungern. Und dann würde ich sagen, beende ich dann diesen Vlog an dieser Stelle. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Und das kleine Experiment hier ja, ist auch ein bisschen was Cooles gewesen. Denn man muss ja so ein bisschen gucken, was man die ganze Zeit macht, weil es eigentlich die ganze Zeit langweilig ist. Ja, man nicht wirklich irgendwie was Produktives machen kann. Deshalb so Kleinigkeiten im Alltag, sowas wie jetzt mit den Nüssen zu integrieren, passt da eigentlich immer ganz gut. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst uns sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da und haut auf jeden Fall in die Tasten, was die Fragen angeht. Vergesst nicht, eure Fragen zu stellen, dann werden wir nämlich dann mal gucken, morgen oder übermorgen, je nachdem, ein Video schon drehen und mal wieder ein Q&A raushauen. Dann verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!